Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, wir machen weiter mit unseren Feldern, wo wir letzte Folge stehen geblieben sind. Oder bin, sagen wir so. Ja, Mund in der Zunge, aber macht nichts. So, und weiter geht's. Werden wir erstmal hier den Pflanzenschutz ausbringen, nachfüllen und. Entschuldigung, irgendwie habe ich zurzeit ein Hüsterli. Weiß nicht, was da quer schießt, aber irgendwas macht das. So. Ach ja, so ist das. Oh, hier machen wir lieber aus. Zwecks. Ah, falsch rumgedreht. Da in die Ecke wollten wir nicht, wir wollten diese da. Die ist schöner. Das nehme ich in mein Feld. Und das andere Feld gehört mir nämlich nicht. Wäre es dann unvorteilhafter, in diese Richtung da zu reiten und dann hier, gib ihm. So, drehen wir rum. So, Dele. Vielleicht haben wir das Feld auch erledigt. Dann hilft bloß nochmal das nächste, die Feldnummer, das Feld Nummer 14 machen und dann nochmal nachzufüllen, Pflanzenschutz. Und dann sollte es passen. So von meiner Seite her. Das nehmen wir gleich so. Muss ja bis unten mal eine Runde drehen. Das wächst quer vorn. Oh, das machen wir, wenn es soweit ist. Oder ich kann ja auf dem Feld rumdrehen. Da geht das ohne. Machen wir doch nie. Die Querbahn. Bum, bum, bum. So, Dilly. Und zack.
Das Feld war wohl mit Pflanzenschutz besprühseln. Wird man nicht bezahlt. Halt hier aber ein Stück vergessen. Ordnung muss sein. So. So weit, so gut. Und nächste. Gut, bleiben wir auf dem Feld drin, weil da kriegt man das Problem mit den Bäumen da unten. Die Bahn müsste noch gehen, aber die nächste könnte problematisch werden. Ja, schon diese Koppel problematisch werden. Ja, was geht das wieder los? Das wird was sagen, es geht das wieder los, dass er wieder nie anhält, aber das war. Entweder war es der Speicherleck oder hat er gerade das Server wieder ein bisschen Faxen gemacht. So, die letzten Bahnen, dann haben wir es geschafft. Machen wir ja auch noch mal so eine Drehung so rum. Zwecks dem guten Ackerschacht. Irgendwie habe ich heute einen Tag des Knacksens. Bei jeder zweiten Bewegung macht es im Fuß oder im Knie, Knie, Knack, Knirsch. Der Körper will mir dann eben sagen, ich wäre alt. Gut, die Woche habe ich mich gefühlt doppelt so alt, wie ich bin. Aber heute geht es wieder einigermaßen. Sag mal, richtig schönes warmes Bad bewirkt manchmal wirklich Wunder. Und das ist bei mir ein Hauptkriterium, wenn ich mir eine Wohnung suche. Also, ich brauche keinen Balkon oder irgendwas dergleichen, aber eine Badewanne muss die Wohnung haben. Weil bloß duschen, das ist nicht so meins. Nicht mal nach wirklich einem stressigen Tag schön gechillt in so eine Badewanne legen und
alle Viere von sich strecken und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ist so fast wie so ein bisschen Urlaub. Ich weiß nicht, ob man das komische Geräusch hier vom Dingsbums gehört hat von Origin. Aber er macht schon wieder Faxen. Wo fahr ich denn hier lang? Ich will doch erst warten, bis das Zeug zusammenklappt. Da bleibt ja nur nirgendwo hängen. So, Attacke. So, rum hier. Decke. Und rein. Wieder ein paar Euros weg. So, let's go. Und schnappen wir uns den Haken, den Hakenlift. Den Anhänger mit dem Hakenlift und dann stürmen wir uns den Miststreuer auf Stadtstrand baumeln. Erstmal Vollgas zurück zum Hof. So, weit so gut. So, dann ist hinten, das brauchen wir mal kurz nochmal hier ab. Ohne den Tank lassen wir dran derweile. So, was ist denn überhaupt drin? Da müsste Dünger drin sein, ne? Hier, Kompost. Aber scheinbar dann noch genug hier. Nebenan. So, hängen wir den mal dran hier. So, langsam zurückdrücken. Und ziehen wir hoch das. Besten davon, das Ding mal hochzuziehen hier. Wenn es nichts ausmachen würde. Wechseln wir hinten durch. Öffnen schon mal die Klappe.
Und dann starten wir jetzt. Ich will weiter rausscrollen, damit ich weiß, wie ich fahren muss. Den machen wir Freestyle. Wenn mich jetzt gerade die GPS wieder alles ändern, habt ihr doch keine Muse. Bin ich zu faul, gebe ich offen und ehrlich zu. So. Kurze Speicherleck. Da habe ich bestimmt von unserem Server verschluckt, wo der so kurz dumm spacken tat. Anders kann ich mir das nicht erklären. So und Attacke. So, weit so gut. Sehen die Schepsis so so. Bin da auch der Meinung, so weit so gut. So, oh, da war's, das macht halt was aus. Da war der Wendekreis geringer, wie wir gefahren sind. Da haben wir gerade die Südlane gewählt. Also gerade ist die groß gewählt. Warum? So, vorgewendet, eine Bahn haben wir, aber ich sehe gerade, wir sind am Folgenende angelangt, Menschenskinder. Die Zeit verfliegt, glaubt man gar nicht. So, aber die Bahn machen wir noch zu Ende, setze dann die nächste schon mal an. Und dann kommen wir zum Ende der Folge. So, wie gerade angekündigt, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst keinen Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.